Nach einer kurzen Verschnaufpause geht's weiter mit Silent Hill 2. Wer im letzten Part gesehen hat, die letzten 5 Minuten, was da passiert ist. Kein Wunder, dass ich hier eine Pause brauche, ey. Ah ja, wer hat den Schlüssel? Ach, jetzt sieht er den Schlüssel. Jenseits der Stangen liegt ein Schlüssel auf dem Boden. Wenn ich meinen Arm ausstrecke, könnte ich ihn vielleicht erreichen. Willst du ihn aufheben? Oder hackt mir doch jetzt irgendwas den Arm ab oder so. Jo, das Arm. Hab ich gemocht. Au! So, Arm ab. Hey, wait! Damn it! Ich kann ihn nicht erreichen, egal wie sehr ich mich strecke. Aber wer ist das Kind? Welches Balk ist das? Aha. Jetzt schon PTSD von solchen Räumen. Okay, wir haben eine Knarre. Warte mal, Zeit. Für Muni, 40 Schuss. Volles Magazin. Bang, bang. Die Mauer ist pockenartig überzogen mit Einschusslöchern. Okay, wohin jetzt? Unten ist ganz zu. Ah, dass die Maus immer hier ist. Achso, da waren ja noch Räume, stimmt. Oh. Stimmt, da war ja das. Ne? Kurzzeitgedächtnis. Hallo. Mal hier unten gucken, vielleicht. War ja noch irgendeine Tür, die man nicht gesehen hat oder so. Hier ist eine. Aber so, ne? Und jetzt? Speichern wir mal kurz. War irgendwas? Nee. Links. Hätte ich da in dem Raum irgendwas verpasst, weil es so dunkel war oder so? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Hier ist keine Tür. Das hat er sich nicht markiert. Warum auch immer. Jetzt hat er es getan. Danke, James. Da war der Müll. Fuck. Was war das? Irgendein Geräusch nördlich von hier. Wo ist nördlich? Okay, da im Uhrending. Diese Nachricht, die haben wir ja schon gelesen, ne? Ja. Ah ja, hier hat man ja kein Licht, ne? Stimmt. Ah, ich habe den Schlüssel zu Zimmer 202.
Er ist tot. Wer könnte das getan haben? Da ist eine Zeitung. Sie sieht sehr alt aus. Aber wir waren doch hier mit Licht drin. War das schon hier? Komisch. Ja, der hat so komisch. Also ja. Haben wir auch schon gelesen, das können wir ja noch nicht lösen. Welchen Schlüssel war das? 202, ne? Immer noch hier? Hallo. Stehen da die Zahlen drauf? 202? 202. Oh, kurz kratzen. So. Käfig ist leer. Hängen die, sind das Motten? Die hängen die ganze Zeit an mir dran wegen dem Licht. Boah, es ist komplett schwarz. Cooles, nettes Detail. Auf dem Buch. Auf dem Boden liegt ein toter Schmetterling. Sonst gibt es hier nichts Interessantes. Es ist zu dunkel, um sicher sein zu können, aber ich glaube, da ist etwas auf der anderen Seite des Lochs. Wirst du es untersuchen? Oh, steck nicht deine Hand da rein. Glory Hole. I. Der Controller revealed. Ich habe eine Schlüssel mit der Uhr. Nee, nicht rein. Nein, hör auf. Es ist nichts mehr in diesem Loch. Schnell weg hier, ey. Was sind das für Sounds? Uhr. Hier und dann links hoch. Scott ist nicht 3, sondern 15. Ja? Scott ist Minute oder Sekunde. Ja, würde ich sagen. Ne? Dann ist Scott Henry ist dann 9 Uhr. 9 Uhr 15, 10 Sekunden. Ne? Fenster ist voll am Rappeln. Wow. 9 Uhr 15 Sekunden. 9 ist Stunden. Minuten ist dann 10 nach oder was? 5 nach? 10 nach. Das war einfach. Hallo? Ah, okay. Man muss einfach rausgehen. Jetzt kann man das, glaube ich, verschieben. Push. James, push.
Wir haben uns da durchgezwungen. Speichern. Der hat nach rechts geguckt. Gut. Geht mal raus. Nochmal kurz hier gucken. Das ist wohl kaputt. Zum Glück. Jetzt auf der Seite, wo das komische Vieh da stand. Boah. Gehen wir nach unten? Nach unten. Abgeschlossen. Nach oben. Liegt doch was. Yay. I'm ready. Hinlaufen und direkt schlagen. Oh, keine gute Idee. Oh, steht er wieder auf? Nochmal treten. Ja. Noch einer. Wir haben einen Schlüssel zum Hof. Das war die komischste Sexszene, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Was soll das darstellen? Hat er wirklich intim Dispunkt? Oder hat er die getötet? Hat er die. Was ist da passiert? Man dreht die Kamera doch nicht immer so. Man kann nicht zuerst hauen. Hm.
Ich habe den Schlüssel zur Nottreppe. Sehr gut. Eine ganz normale Waschmaschine. Das Kind kam aus dem Raum hier. Was hat das denn hier gemacht? Wäsche gewaschen, oder? Keine Ahnung, wo das ist. Ich kann es nicht ausmachen. Hört so an, als ob er hier drin ist. Da ist er. Oh no. Lauf! Aha. Bam. Da steht doch was. Kamera ist schon ein kleiner Kampf manchmal. Das Telefon scheint nicht zu funktionieren. Warte mal, war da noch was? Hm? Ja. Spuckst. Muss man halt so machen. War das richtig? Sind wir wieder zurück? Weil wir haben noch zwei. Was haben wir jetzt nochmal für zwei Dinger? Schlüssel zur Nottreppe und zum Hof. Die vom Flur der Westtreppe den Hof. Den Flur auf der dritten Etage gefunden. Schlüssel zur Tür, die vom Flur zur Nottreppe führt. Welche Nottreppe denn? Wie kann ich denn. Also. Nottreppe. Da? Oder da? Ah, damit ich komplett in die erste Etage vielleicht komme. Zum Hof. Wir laufen mal runter, speichern ab. Dann versuchen wir mal, ob die untere Tür aufgeht. Dum, 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 dum. War das Speicherding? Kenn ich irgendwo eins? Hä? What? Ach so, wir sind. Ah. Ja, auf der da war das Speicherding. Ah. Wie geht denn die Tür auf? Die Tür ist schon auf. Saft in Dosen. Saft in Dosen. Sechserpack Saft in Dosen im Flur auf der ersten Tasche gefunden. Saft in Dosen.
nix. Müssen wieder von hier oben. Nee. Können ja einfach raus und dann eine kleine Abkürzung. Saft in Dosen. Hier. Speichern. Hör auf. Yay, das ist der Schlüssel zum Hof. Kamera. Schön. Hier kann man rechts durch. Suchen wir erstmal den Hof. Cool Party. Okay, außen gibt's absolut nichts. Wow. Lauf. Nichts, hier gibt's nichts. Juhu. Ich habe eine Münze Schlange. Okay, Schlangenmünze. Ja gut, der macht mir so viel Stress, nur weil ich eine Münze klaue. Auf meine Münze, auf voll auf. Okay, einmal so. Boah. Hinter uns ist irgendwas. Tritt, tritt, tritt drauf. Ultimativer Angriff. Treten, wenn einer am Boden liegt. Das ist kein Monster, das ist einer am Kotzen. My name's James. James Sunderland. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that red pyramid thing, are you? Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just... You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is,
I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I... You be careful too. Was hat der alles gegessen? Was zum... Wer hätte so etwas tun können? Okay. Eddie! Der hat sich bestimmt nicht selber in den Kühlschrank gestopft. Vielleicht hat er von dem gegessen oder so. Eddie, der Kannibale. Oh. Oh, dreh die Kamera doch nicht weg, Mann. Ah, zack. Jetzt kicken, 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 kicken. Hier liegt eine Touristenbroschüre über die Stadt. Willkommen in Silent Hill. Silent Hill. An einem See gelegener, ruhiger, kleiner Erholungsort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Machen Sie mal Pause von Ihrem hektischen Alltag und genießen Sie einen entspannenden Urlaub bei uns. Straße an Straße mit malerischen alten Häusern, eingebettet in eine großartige Gebirgslandschaft. Und ein See, der im Verlauf des Tages verschiedene Seiten seiner Schönheit offenbart. Vom Sonnenaufgang über den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang. Silent Hill wird Sie berühren und mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer in Ihren Erinnerungen bleiben wird. Redakteur Roger Whitmark. Ja, ich glaube, den Shit hier kann man nicht vergessen. Jutta alte Silent Hill. Oh, die Tür ist zu. Können wir die öffnen? Yes. Ich glaube, hier haben wir auch alles, ne? Auszoomen. Ja. Können wir direkt durchgehen. So. In Etage 2. Haben wir direkt hier einen Save-Punkt, wo wir auch direkt mal saven gehen. Ohne. Und dann würde ich sagen, hier beenden wir auch den Part und freuen uns auf den nächsten. Ciao, ciao. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.